Es ist einfach so, ich möchte das hier oben einfach ein bisschen vermeiden. Was mache ich denn da gerade? Ich hatte gerade eine Idee, aber ich bin überlegen, ob ich über diesen Übergang Stufen einsetze, damit die Kanten nicht so extrem aussehen. Das kann man immer noch mal überlegen. So, damit es hier oben ein bisschen beleuchtet ist. Zack. 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 Und zack. So. Ein wenig Beleuchtung in der ganzen Sache. Hier auch ein wenig beleuchten, das Ganze. So. Was wollte ich jetzt gerade? Kann mir das einer sagen? Ach ne. Mit den Stufen lasse ich erstmal noch den Plan. Das verschieben wir auch später. So. Jetzt wird es wirklich dunkel. Und ich muss hier doch ein bisschen was für Baulicht sorgen, zumindest. So. Und jetzt machen wir erstmal so. So, so. Da ich die Bögen und das Schwert gerade nicht benötige, kann man hier vorne ein wenig umdisponieren. So. Ah, die Stadt sieht aber auch klasse aus, wenn man so guckt. Schön beleuchtet von hier oben. Ja. Gut, wollen wir mal weitermachen. Zum. So. Bisschen auffüllen das Ganze. Da muss jetzt Erde rein, irgendwann. Ja. Also wir haben noch eine ganze Menge zu tun, wie man sieht. Ich muss aber selber rausfinden, wie ich das am besten mache. So, die Straße mal ungefähr abstecken. Wo die Straße lang geht. Das ist eine Kuh, wollte gerade sagen. Das schon mal abstecken, dann hat man ungefähr die Laufrichtung. Kann auch sein, dass ich da unten lang gehe. Aber ungefähre Laufrichtung. Bis man sieht, da geht was lang. Und ihr seht natürlich auch was. Das ist natürlich viel wichtiger. Ihr könnt natürlich auch im Dunkeln bauen, weil ich sehe, glaube ich, mehr als ihr. Aber das soll ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Ihr wollt ja sehen, was passiert. So, jetzt machen wir erstmal hier die Erde weg. Das war die Schaufel. Hier habe ich gerade keine mehr dabei. Ja, doch, da werden wir noch eine ganze Menge Erde brauchen. Aber das ergibt sich ja so nach und nach, glücklicherweise. So. Eine Schaufel brauchen wir. Schaufel, Schaufel, Schaufel. So. Machen wir gleich mal 4 Stück, weil die brauchen wir ein bisschen häufiger, die Schaufel. Ja, und dann weiter im Text. So, da ich jetzt ja schon einige Let's Player mir angeguckt haben, oder habe, also nicht nur übliche Verdächtigen, sondern auch mal andere, muss ich feststellen, es haben kaum welche, die Minecraft spielen und auch lange spielen, bis jetzt solche großen Projekte. Die haben alles zwar Projekte, aber das sind immer, okay, kleinere Bauprojekte, und aber nie was richtig Großes dran gehängt, wie jetzt zum Beispiel dieses Schloss. Ja, es sind alles große Sachen, also sie erweitern immer, gehen nie ohne richtigen Plan vor. Gehe ich eigentlich auch nicht. Sagen wir mal so, einen kleinen Plan habe ich schon, also ich habe schon ein paar Vorstellungen, wie ich mir das Ganze hier ausmale.
Da habe ich ja nie einen Hehl draus gemacht, dass ich ungefähr einen Plan habe. Was ich mir hier so vorstelle, keine Frage. Aber im Endeffekt, wie das jetzt hier gerade. Ich habe zwar gesagt, hier oben soll irgendwann mal das drauf. Aber wie genau das aussehen soll, das entwickelt sich jetzt erst mit der Zeit. Genauso wie diesen Aussichtsturm. Den habe ich irgendwann mal entwickelt. Oder wurde mir vorgeschlagen, dass ich den baue. Und jetzt baue ich den halt. Und halt immer so Stückchen für Stückchen. Ich habe zwar eine ungefähre Ausstellung. Ausstellung, ja, nee, ist klar. Eine ungefähre Vorstellung, wie der aussehen soll. Aber es ist jetzt nichts Konkretes. Das entwickelt sich dann mit dem Bauen. Entwickelt sich das halt. So. Die Erde hier an der Stelle ist überflüssig. Ja, ich bin gerade. Es ist gerade ein bisschen dunkel, ich weiß. Oh, cool. Weißt du was? Mach einen Abflug. So. Genau. So, machen wir mal hier jetzt weiter. Es ist jetzt ein bisschen dunkel. Ich möchte hier auch gerade keine Fackel anbringen. So, erstmal nur bis da. Um halt auch Fackeln ein bisschen zu sparen. Es soll ja später nur der Weg ausgeleuchtet sein. Und nicht den Berghang. Das möchte ich halt nicht so haben. So. Da. Ja, ich lasse das Ding ja schon. Wo ich gerade merke, dass ich ein bisschen fröhlicher bin. Die letzte Aufnahme war vom Prinzip her ein Fehler. Ich hätte zu dem Zeitpunkt keine Aufnahme... Alter! Zu dem Zeitpunkt keine Aufnahme machen dürfen. Weil ich eigentlich zu müde für die Aufnahme war. War einfach so. Ich habe gedacht, naja, ich muss unbedingt ein paar Folgen haben jetzt. Beziehungsweise habe gedacht, ich habe zwar ein paar im Vorlauf, aber bietet sich gerade an, diese Aufnahme zu machen. Bevor es dann wieder zeitlich wieder woanders eng wird. Das Problem war, ich war müde. Zwar nicht so müde, dass ich jetzt direkt einschlafen konnte. Aber ich war so müde, dass ich immer leiser wurde. Und ich wurde immer müder während der Aufnahme. Und man hat es gehört. Und beim Schneiden musste ich meine Stimme so stark verstärken, dass man das Nuscheln sogar noch richtig gehört hat. Also ich habe richtig vor mich hingenuschelt. So, wir haben wieder keine Erde. Deswegen war die letzte Aufnahme eigentlich ein Fehler. So, wir sind oben. Oben möchte ich Hauptstraße deklarieren. Wie machen wir das hier oben? Genau, oben habe ich gesagt, machen wir Hauptstraße. Deklaration. So. Obwohl er 30 Frames anzeigt, ruckelt es. Geil. Da wir hier oben Hauptstraße haben. Hauptstraße, nicht Hauptstraße, sondern Hauptstraße. Können wir auch hier eine Fackel draufsetzen. Und hier bauen wir erstmal wieder ein bisschen Erde ab. Die brauchen wir, müssen wir so abbauen. Oh, es wird Tag. Das ist schön. Das heißt, ihr seht auch gleich wieder ein bisschen mehr. So, aber nochmal zur letzten Aufnahme. Das war eine Katastrophe. Also, die Aufnahme hätte ich mir ersparen können. Ich habe so vor mich hingenuschelt. Mich wundert, dass ich die Häuser gemacht habe, soweit fertig gekriegt habe. Das war wirklich in der letzten Aufnahme eine Katastrophe. Ich habe zwar die Angewohnheit, zu schnell zu sprechen, aber da habe ich wirklich genuschelt. Und das en masse. Das war schon nicht mehr schön. Aber naja, ist halt so passiert, wie es passiert ist. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Alter, sieht das geil aus. Das sieht so... Wow. Dafür, dass es eigentlich alles Blöckchengrafik ist, alles die ganze Welt aus einmal einen Meter besteht, richtig geil.
So, wir haben jetzt die Erde. Damit können wir wieder woanders hingehen. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wieso macht er das nicht einfach? Ne? Erddecke drauf und unten ausleuchten. Aber ich habe schon mal gesagt, mir gefällt sowas nicht. Auch wenn ich davon ausgehe, dass ich diese Straße nie wieder aufreißen werde. Es ist unschön, wenn man ja halt durch die Gegend läuft, wenn man jetzt irgendwas macht und doch und sagt, ah, das gefällt mir doch nicht, das ändern wir mal ab und ich plötzlich hier mit meterhohen Löchern zu tun habe. Das gefällt mir einfach nicht. Das gefällt mir bei anderen Let's Playern nicht, wenn die das so machen. Einfach aus Faulheit. Wieso soll ich es denn bei mir selber machen? Also fange ich erst gar nicht was an, was mir schon gar nicht selber gefällt. So. Hier unten werde ich Kies verwenden. Oder machen wir hier eine Straße hoch? Das ist die große Frage. Machen wir hier die Straße wieder oben hoch? Oder aber nehmen wir hier Kies? Jetzt reicht es mir aber hier mit dem Blinken unten rechts. Das gleiche ich jetzt erstmal ein bisschen aus. So. Jetzt gefällt mir das schon besser. Und wir brauchen wieder Erde. Gut, Erde haben wir hier oben noch genug. Solange ich hier oben alles abtragen muss. Es wird auf jeden Fall, wenn ich mir richtig das vorstelle, wird das schon richtig geil. Natürlich muss erst die Straße kommen. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier nur so grob die Straßenvorbereitung. Hier oben tragen wir auch schon den Berg ab, so nach und nach. Aber das Gebäude selber, ich habe hier schon Vorstellungen für das Gebäude. Also kann schon geil werden. Kann schon richtig geil werden. Die Frage ist, was ich daraus mache und ob ich das, was ich mir vorstelle, so möglich ist. Weil man doch ein bisschen begrenzt ist durch die Meterblöcke. Ich habe es in meinen anderen Welten gemerkt. Ich habe da ein Rathaus gebaut, richtig was vorgestellt. Und die Meterblöcke haben es mir doch ein bisschen versaut, weil es doch ein bisschen auch in die Welt passen sollte. Also, man könnte jetzt irgendwas was bauen, was richtig top aussieht, aber wenn man reingeht, ein Türeingang von 5 Metern und eine Blockhöhe von 30 Metern und dann hat man irgendwo mal die Decke. Nee, nur um halt sämtliche Details herzustellen, wo ich dann sage, muss nicht sein. So, wir haben wieder Erde. Die bringen wir auch wieder aus. Und damit haben wir hier schon mal die Grundlage dafür geschaffen. Und jetzt geht es hier hinten weiter. Hier kommt ein Erdblock hin. Ja, der ist falsch. So, geht das jetzt hier wirklich so eins runter? Zack, zack. Nee, das war falsch. Gut, hier auch wieder ein Erdblock hin. Der kommt weg. Oh, hier muss ich das Loch zumachen. Sieht ja fast aus wie ein Creeper-Loch, der uns hier was reingesprengt hat. Aber nur fast. So, ich weiß aber schon ungefähr, welchen Abstand ich jedes Mal nehmen muss. Deswegen kann ich sagen, ich brauche das. Das kommt wieder weg. So, dann würde ich sagen, eins tiefer noch. So, dann kommt das dahin. Dann sechser Breite. Das sind jetzt 4, 5, 6. Noch ein bisschen weiter. Gut.
wieder. So. Und dann wieder drunter. Das ist das, 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 das. Es geht dahin. So. Das auch zu. Wow. Da muss ich wirklich so einiges zumachen, sehe ich gerade. So, erstmal so. Ja, ich rede gerade wieder einiges weniger, weil ich muss mich konzentrieren, wenn man es auch kaum glaubt, weil ich auch schon die Straße ein bisschen, ja, ein bisschen vorbereiten möchte. Das kommt dagegen. Gut. Ah, ich brauche Erde. Witz. Schön, dass ich alles abgebaut habe, aber so, sonst komme ich da nicht hoch. Ah, hier kann man ja so direkt klettern. Das ist gut. Da kommen wir auch bald in den Höhlenbereich. Diesen Teil hier tragen wir auch schon mal ab. Wir planieren einen Berg. Wenn ich überlege, dass ich in meiner anderen Welt, also auf meinem Server, ganze Berge abreiße, um da was hinzubauen oder ganze Berge aufschütte. Und hier jetzt auch schon anfange. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich suche mir jetzt Plätze, wo man es vielleicht nicht ganz so extrem haben muss. Man muss es so sehen, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will an der Stelle gerne auf halber Höhe was haben, dann würde ich den ganzen Berg abreißen. So wie ich ihn brauche. Oder sage, da will zwar hin, aber das ist mir noch nicht breit genug. Dann kann es mal so eben passieren, dass so ein Berg mal doppelt so breit wird. In Vollmaterial. Heißt, alles, was ich über habe, Cobblestone, ich habe ja da auch Monsterfallen oder unterirdische Anlagen. Ja, da kriegt man halt Cobblestone oder Pflasterstein en masse. Und diesen, wenn man ihn nicht über, also da ich ihn ja über habe, damit fliegt dann halt Berge auf. Da wir aber gerade keinen Cobblestone en masse haben, verwende ich Erde, weil ich die zurzeit nicht. Autsch. Autsch. Nicht für was anderes verwenden kann. Weil ich, sagen wir mal so, ich habe kein Projekt, was mich jetzt dazu veranlasst, halt so viel Erde zu nutzen. Ja, okay, ob ich jetzt so eine Schlucht auffüllen würde mit Erde oder mit Kobbel, bezweifle ich. Wenn ich es sein müsste, würde ich es wahrscheinlich sogar tun. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich es müsste, würde ich es wahrscheinlich tun. Nur weil ich an der Stelle irgendwas haben will. Ansonsten, so aus Jux und Dollerei mal so eben so einen Berg aufschütten, tue ich nicht. Aber halt, wenn es halt sein muss dafür. So. Lalalala. Mist. Ne, doch, hier geht's los. 6. 2. So. Ja, das wird mit der Zeit ganz schön erdlastig hier. Und nochmal 2. Das müssen wir ein bisschen erstmal auffüllen. Wie ich das denn hier plötzlich, oder plötzlich ja schon, wie ich das hier dann optisch hinlege, dass das hier auch in die Landschaft passt, weiß ich noch nicht. Ich fange zwar gerade schon damit an, wie man sieht, da ich hier schon die Erde bisschen länger ziehe. Und für die Straße sowas so nicht benötige. Gut. Ja, man hat vielleicht vorher gedacht, ah, da zieht das hier richtig schön zwischen den beiden Bergen hoch. Hätte ich gehofft, dass es wirklich so passiert, aber da ich jetzt von oben angefangen habe, sieht man, wo man eigentlich mit der Straße rauskommen oder anfangen müsste, um vernünftig oben anzukommen. Gut, ich hätte die Straße jetzt ein bisschen schmaler machen können. Nur 4 breit statt
6 breit, dann wären wir wieder ganz woanders rausgekommen. Also versuche ich jetzt das Beste draus zu machen. Und das sieht halt das Ganze halt so vor. So, ein bisschen Erde haben wir noch. So. Das sind zwei, das heißt. Wäre jetzt hier nochmal so ein kleines Plateau gewesen, wo man nach links oder rechts hätte abbiegen können. Hätte ich gesagt, man zieht die Straße noch ein wenig anders. Aber bis jetzt sieht es so aus, dass ich hier einen ganz anderen Winkel für den Berg aufschütten muss. Wo wir schon mal dabei sind, hier eine Fackel hin, da.